Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Karmesin, die Türkis grüne Maske. Ja, der wahrscheinlich letzte, maximal vorletzte Part zum ersten Teil des DLCs. Nachdem wir beim letzten Mal bereits die drei Gefährten gefangen haben, habe ich es geschafft, dass wir hier die 150 Pokémon haben, die wir hier gefordert hatte, damit es weitergeht mit ihr. Also, dass wir ihre kleinen Auftrag erledigen können. Und ja, wie ihr seht, ich habe mal ein bisschen was vom Charakter geändert. Keine Ahnung. War einfach mal ein bisschen random. Na gut, wir reden mal mit ihr und gucken mal, was sie überhaupt von uns will. Oh, hallo. Kleine, sag bloß. Wo viel größer bist du jetzt auch wieder, nett? Und das liegt an der Perspektive. Du hast also mindestens 150 Pokémon-Arten aus der Kitagami-Provinz gefangen. Wow. Ey, fantastisch. Du bist wirklich was Besonderes, Kleine. Ich bin zwar schon länger in Kitagami als du, aber du kennst dich wahrscheinlich mit den Pokémon hier mittlerweile besser aus. Ach, da fällt mir ein. Da du so ein Meister im Empfangen von Pokémon bist, habe ich eine Bitte an dich. Du stürzt dich direkt rein, das gefällt mir, dann erkläre ich dir mal, worum es geht. Ich bin nach Kitagami gekommen, um ein bestimmtes Pokémon zu fotografieren. Aber so sehr ich auch suche, ich kann es einfach nicht finden. Deswegen wäre ich dir sehr verbunden, wenn du mir dabei etwas in die Arme greifen würdest. Gerüchten zufolge soll dieses Pokémon richtig stark sein, musst du wissen. Wenn du es fangen könntest, wäre es bestimmt ein zuverlässiger Begleiter auf deinen Reisen. Sollte das dein Interesse geweckt haben, würde ich mir gerne ein Bild von deiner Stärke machen. Wenn wir zusammenarbeiten, muss ich schließlich wissen, was du so drauf hast. Außerdem will ich ein paar Action-Shots von dir machen. Na, ob du das wirklich willst? Mein Team ist ein bisschen höher gelevelt mittlerweile. Durch die ganzen Pokémon, die ich gefangen habe. Hey Kleiner, bist du bereit für unser Fotoshooty? Für unser Kräftemessen. Juhu, dann mal auf Position. Es ist Diam auf weiblich und modern. Ich bin zwar nicht besonders stark, aber auf einen guten Kampf. Diese Fotogelegenheit lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Also aus Legends, ne? Der aus dem Diamant-Clan. Merkt sofort. Sie ist an ihn angelehnt. Und wir werden noch ein paar weitere Anspielungen an Legends bekommen, soweit ich weiß. Da habe ich nämlich auch schon ein bisschen was von gehört, als ich mich hier über informiert habe. Ulipurba. Ja. Hatte er Ulipurba? Ich weiß, er hatte eine Evoli-Entwicklung. Weiß aber nicht mehr, ob das Ulipurba war. Kann sogar sein. Dann wäre das auch nochmal eine Anspielung an ihn. Dass er sein Signature-Pokémon hat. Dass sie sein Signature hat. Ich gehe einfach mal davon aus, weil es ist ihr stärkstes Pokémon. Und wieso hat sie eigentlich nur zwei Pokémon? Mom erlebt es. Naja. Die Laufklinge. Ja, tanken wir eigentlich auch ganz gut weg. War sogar ein Crit. Haben wir jetzt Snappe gewonshottet, weil es regnet? Hat das überhaupt Auswirkungen auf den Kampf? Wenn es in der Oberwelt doch eigentlich schon, ne? Tut es eigentlich schon.
Du bist echt der Wahnsinn. Mir sind ein paar tolle Schnappschüsse gelungen. Ich denke, du kannst auf jeden Fall mit Blutmond aufnehmen. Ja, Blutmond ist der Beiname des Pokémon, das ich aufbauen möchte. Es ist ein Ursaluna. Hast du schon mal von diesen Pokémon gehört? Vor langer Zeit waren sie häufiger anzutreffen. Ursaluna haben normalerweise ein gelbes Muster auf der Stirn, das an einen Vollmond erinnert. Aber bei diesem Exemplar ist es ein roter Mond. Ein Mond, der aussieht, als sei er im Blut getränkt worden. Daher der Name Blutmond. Mir ist bei Zelda? Ursaluna, oder besser gesagt Blutmond, soll früher in meiner Heimat gelebt haben, als sie noch Hisui-Region genannt wurde. Kommt also aus Sinnoh. Das erklärt alles. Aus Sinnoh kommen die hübschesten Frauen. Pokémon. Habe ich jetzt nicht gesagt, ich weiß. Anscheinend ist es irgendwann über das Meer nach Kitakami gekommen und hat sich hier niedergelassen. Mit deiner Hilfe kann ich es vielleicht endlich aufspüren und ein Foto von ihm machen. Und dann... Nein, Partner. Wollen wir Blutmond zusammen aufspüren? Okay. Darf wahrscheinlich die ganze Arbeit machen, aber egal. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Und keine Sorge, ich werde mich natürlich revanchieren. Blutmond wurde zuletzt nordöstlich des Onyama gesichtet. Im Immerwald. Ich gehe schon mal vor und halte mich bereit. Komm, Fukano. Ja, sie hat ja auch einen Hisui Fukano hier, ne? Also passt diese Anspielung hier allgemein. Wir wurden nicht geheilt, oder? Nö. Nicht mal heilen kann die uns. Naja, ich habe dadurch, dass ich halt die ganze Kitagami-Region abgegrast habe, also einiges an Items, TMs und so weiter bekommen. Und also ganz gut was an Zeug zum Verkaufen noch finden. War schon ganz nett. Da ist der Immerwald. Wo sind die nächstgelegten Fluggedönse? Ernsthaft von hier? War schon im Immerwald, also. Dass da nichts näher gelegenes ist, wundert mich schon irgendwie. Aber na gut. Ja, teilweise habe ich so viele Items hier gefunden, dass das Spiel nicht mehr hinterher kam. Hat aber so stark geleckt dann teilweise. War schon witzig. Menki. So, ist ja auch kein weiter Weg. Irgendwo hier gab es auch noch eine Höhle, wo ein Relaxo davor geschlafen hat. Ich glaube, irgendwo hier in der Richtung. Das habe ich mir auch schon geschnappt. Dürfte eigentlich auch die meisten Pokémon aus der Gegend hier gefangen haben. Wurde auch ein paar Mal ziemlich stark genervt. Von den ganzen Winzling-Pokémon. Wie von dem hier. Man kann diese ganzen Mabula und sowas, die hier in der Gegend rumlaufen. Das war ganz schön nervig, sage ich euch. Weil man die... Man sieht diese Viecher halt einfach nicht. Und dann rennt man andauernd da hinein. Sogar viel gerade ein Quapuzzi, okay. Sehr schön, super, genau so. Los, zeig mir mehr von deiner niedlichen Seite. Ah, da bist du ja, Partner. Wenn ich ein niedliches Pokémon sehe, kann ich nicht anders, als auf den Auflöser zu drücken. Also hier in diesem Wald wurde Blutmond gesichtet. Das war nachts bei dichtem Nebel. Cooles Bild.
Man sagt, in nebligen Nächten zeigen sich andere Pokémon als sonst. Das trifft bestimmt auch auf Blutmond zu. Ist das etwa mein Liebling von eben? Willst du noch ein paar Schnappschüsse machen, hm? Nö, nun Ariados. Ah! Au, 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 au. Das ist nur ein Ariados, also. Das ist jetzt kein starkes Pokémon, ne? Vor allem, was auf Level 65 ist. Ist ein bisschen schwächer als mein Riesenzahn. Autsch, habe ich mich erschreckt. Zum Glück ist meine Kamera heil geblieben. Danke, Partner. Hey, dir bin ich natürlich auch dankbar. Das Ariados tut mir ein bisschen leid. Es hat bestimmt nicht damit gerechnet, hier auf Menschen zu treffen. Und vor lauter Schreck angegriffen. Wir sollten ein Zelt aufstellen, damit die Pokémon der Gegend leichter merken, dass wir hier sind. Schön mit Shaman-Muster. Nochmal eine Anspielung an Sinnoh. Es war schon etwas in die Jahre gekommen, aber das Zelt macht immer noch was her, oder? Mein Vater benutzt es nicht mehr, also habe ich es mir einfach geschnappt. Das wird unser Lager für unsere Nachforschung zu Blutmond sein. Blutmond ist offenbar viel vorsichtiger als andere Pokémon. Deswegen bekommt es kaum ein Mensch je zu Gesicht. Ich würde sagen, wir sollten erstmal gründlich diese Gegend erforschen. Also Partner, deine Aufgabe wird es sein, Pokémon zu fotografieren. Und zwar speziell jene Pokémon, die in nebligen Nächten hier in der Gegend auftauchen. Versuch so viele verschiedene Pokémon wie möglich vor den Linsen zu bekommen. Dann gebe ich die Daten in meine Pokémon-Ordnungsmaschine ein. Die filtern nach und nach die Signale der anderen Pokémon heraus. Und spuckt so am Ende den Aufenthaltsort von Blutmond aus. Du hast die Erklärung eben verstanden? Ich habe nur wiederholt, was in der Anleitung aus dem Secondhand-Laden stand. Mir ist ehrlich gesagt nicht ganz klar, wie das Ding funktioniert. Bisher habe ich herausgefunden, dass hier in der Gegend in nebligen Nächten ein paar Dutzend Pokémon-Arten auftauchen. Am besten teilen wir uns die Arbeit auf, also schießt bitte Fotos von 10 Pokémon-Arten. Mit vereinten Kräften werden wir Blutmond ganz sicher ausfindig machen. Ach ja, achtet darauf, dass die Pokémon schön groß auf dem Foto zu sehen sind. Und damit unsere Fotomotive nicht weglaufen, solltest du auch kein Reitpokémon benutzen. Sprich mich an, wenn du bereit bist. Dann warten wir im Zelt auf den Nebel bei Nacht. Ich muss jetzt einmal gucken, wie ging das überhaupt nochmal mit der Kamera. Nö? Nö? Ah. Da unten drücken. Okay. Kapiert. Bist du bereit für mich den Wald? Jo, sind wir. Super, dann lass uns hier im Zelt auf den Nebel mal Nacht warten. Okay, jetzt der perfekte Zeitpunkt, um aufzubrechen. Ich zähle auf dich, Partner. Forschung beginnt. Ganz schön gruselig hier auf einmal, ha? Und so leer. Immer höre ich doch gerade was. Ah. Okay, es zählt. Okay, ein Donarion.
Okay, das zählt auch. Ja, sollte ich das Ganze... ja, sollte ein bisschen zu lange dauern, bis ich ein Pokémon gefunden habe. Werde ich das wahrscheinlich rauscutten. Die Suche. Damit das nicht zu lange dauert. In der Höhle ist ein Mulung. Mehrere Mulungs. Wenn wir es genauer nehmen wollen. Und hier hängt ein Weberack. Kann ich mal sagen, die Musik hier erinnert mich so ein kleines bisschen an den Ewigen Wald. Oder Ewigwald aus Sinnoh. Wo Ewigenau halt. Also ein Lichtel. Menno. Okay, das zählt. Okay, jetzt gerade hört sich es nicht mehr so an. Ich finde die Musik ja gerade schön. Hat durchaus was. Oh, da ist ein Zwirrlicht. Zwirrlicht, hau nicht ab. Mann! Würde ich zu fotografieren, dürfte ziemlich schwer werden. Oder zählt das? Na! Ja. Licht. Bleibst du mal stehen? Komm denn der Herr mit der Kamera? Warum ist er mal ein Schlaffel oder so? Raffel, genau. Warte jetzt einfach auf das Teil. Danke. Meine Güte. Mir wollte es nicht. Ja, da oben. Sind zwei Samurzel.
und da sind die letzten. Yay, wir haben es geschafft. Forschung beendet. Na, geht doch. Wenn wir deine und meine Fotos zusammennehmen, dann haben wir Fotos von allen Pokémon im nebligen Wald gemacht. Wir haben es geschafft. Juhu, ich bin dir wirklich total dankbar. Dann lade ich die Daten gleich mal auf die Pokémon-Ortungsmaschine. Es scheint nur eine Weile zu dauern, bis die Daten analysiert sind oder so. Wir beginnen, sind die Fotos, die du geschossen hast, wirklich toll geworden, Partner. Worauf achtest du, wenn du Fotos machst? Eigentlich drücke ich einfach nur random drauf, aber egal. Die Realität abzubilden? Du fotografierst also Pokémon einfach in ihrem natürlichen Lebensraum, ohne Ausschmückungen? Weißt du, ich stecke gerade in einem kreativen Tief. Egal was ich tue, nichts läuft so, wie ich es will. Dabei wurde ich immer als Fotografie-Genie gefeiert, als ich klein war. Aber seit einigen Jahren fehlt meinen Fotos einfach das gewisse Etwas. Sie erhalten keinerlei Anerkennung von Preisen, ganz zu schweigen. Das geht ja schon so lange so. Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, warum ich überhaupt noch Fotos mache. Aber als mir das Gerücht über Blutmond zu Ohren kam, da dachte ich, vielleicht verändert sich ja etwas in mir, wenn ich so ein beeindruckendes Pokémon fotografiere. Also habe ich alles stehen und liegen lassen und bin hergekommen. Denk dein Pferdeschwanz am Hinterkopf. Danke, Partner. Tut mir leid, dass ich dir hier was vorgeheult habe. Ah, wie es aussieht, sind die Daten fertig analysiert, aber diese Melodie dazu klingt genauso wie meine Waschmaschine, wenn sie fertig ist. Das ist ja ein Ding. Haben sie die Melodie etwa einfach wiederverwendet? Okay, mal sehen. Es gibt nur ein Signal, das sich nicht mit den Daten deckt, die wir im Wald gesammelt haben. Das muss Blutmond sein, endlich wissen wir, wo es sich aufhält. Hey, durch das Gespräch mit dir fühle ich mich irgendwie weniger angespannt. So befreit. Wenn es dir recht ist, würde ich direkt zu Blutmond gehen. Bist du bereit, Partner? Jo. Endlich ist es soweit. Auf geht's. Solange ich vor dem Kampf speichern darf, ist alles gut. Endlich werde ich Blutmond begegnen. Ich werde es auf jeden Fall fotografieren. Im Ernstfall bist du mein Bodyguard, okay, Partner? Du natürlich auch. Okay, dann mal los. Das unidentifizierte Pokémon-Signal müsste von hier gekommen sein. Es ist so still. Ja, du hast recht. Ich höre Schritte von etwas Großem. Da aus seiner Stirn ein roter Mond. Das ist es, das Blutmond. Es existiert wirklich. Ach ja, meine Kamera. Was, Pokémon, halt schön still. Oh je, tut mir leid, der Blitzer. So, Pokano, schaffst du das? Nö. Sieht nicht so aus. Ich steh's mit dir, Partner. Sorry und danke, du schaffst das. Erkennt ihr diese Musik?
Das ist die Kampfmusik aus Legends. Das ist sogar eine eigene Attacke, die Blutmund heißt. Au. Okay, einmal Nahkampf bitte. Und wir werden wahrscheinlich jetzt so oder so drauf gehen. Oder auch nicht, weil es Gedankengut einsetzt. Dann halt danach. Ja, das überleben wir, denke ich mal, jetzt nicht mehr. Was? Ah, Bullshit-Fähigkeit. Okay, nehme ich mal so mit. Blutmund ist geschwächt, das ist deine Chance, es zu fangen, Partner. Ja, da man nur diese eine Chance hat, es zu fangen. Was nehmen wir denn mal für einen Ball? Was habe ich denn hier so für Bälle? Nicht gerade die spannendsten. Warum kriegst du einen Luxusball? Yay, wir haben ein Ursaluna. Dorf-Pokémon, es überquert den Ozean und reicht ein fremdes Land, wo es ums Überleben kämpfte und dabei besondere Fertigkeiten und Merkmale erlangte. Upsi, nee, du. Du hast keinen Spitznamen bekommen. Ursaluna war im Legends nicht gerade so einfach zu bekommen. Es war... Gut, okay, es war nicht schwer, aber es war nervig. Alles in Ordnung, Partner? Man hat bei einem Vollmond mit einem bestimmten Item, was schon schwer war, zu bekommen war, ein Level-Up erreichen musste und ja, war nervig. Wahnsinn, dass Blutmond ebenbürtig warst und dass du es tatsächlich auch gefangen hast. Du warst fantastisch, wirklich fantastisch. Und du? An deinem Selbstvertrauen müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Oh, mein Herz war es immer noch. Wenn du gegen Blutmond gekämpft hast, habe ich wie in Trunks Fotos gemacht. Na ja, deine Pokémon wollen sich jetzt sicher ausholen. Lass uns zum Lager zurückgehen. Ist immer ein bisschen traurig, ein Zelt abzubauen. Das ist wirklich tolle Arbeit geleistet, Partner. Dank dir habe ich endlich mal wieder Fotos geschossen, die ich auch behalten will. Sowas habe ich wirklich lange nicht mehr gefühlt. Ich will die Fotos sofort entwickeln, deshalb gehe ich schon mal ins Dorf zurück. Denn was du heute kannst besorgen, da verschiebe nicht auf morgen. Das Motto meiner Familie lautet, Zeit ist ein wertvolles Gut. Oder wie man heute sagt, Zeit ist Geld. Wir sehen uns in Midoriya. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Würde ich sagen. Beenden die kleine Sidequest noch. Dann passt das mit alle wunderbar in diesem Part. Wurden wir geheilt? Ja, immerhin etwas. Hallo Partnerin. Was willst du denn noch? Was fotografiert ihr dir eigentlich als? Da bist du ja, Partner. Du schaffst die Fotos von Blutmond zu entwickeln. Auf den Bildern ist Blutmond entweder verschwommen oder abgeschnitten. Leider ist keins davon so richtig vorzeigbar. Aber weißt du was?
Von allen Bildern, die ich bisher gemacht habe, sind das meine absoluten Lieblingsfotos. Ich glaube, ich habe mir immer viel zu viele Gedanken gemacht. Über den theoretischen Aspekt des Fotografierens. Darüber, wie die Fotos bei einem Preislicht dann ankommen. Darüber, was ich fotografieren will. Dabei reicht es für ein Foto schon, einfach die Kamera auf ein Motiv zu richten und den Auslöser zu drücken. Das habe ich durch dich gelernt. Danke, Partner. Moment, da fällt mir ein, ich habe dich nie nach deinem Namen gefragt. Tut mir leid, das kommt zwar ein bisschen spät, aber wie heißt du eigentlich? Hey, dein Name passt zu dir. Dann stelle ich mich auch nochmal vor, ich bin Gemma. Eine Fotografin mit einem riesigen Faible für Kameras. Ab jetzt werde ich immer voller Stolz sagen, was mir gefällt. Musik kommt mir auch bekannt vor. Naja, fast hätte ich die Belohnung für dich vergessen. Du hast mich so toll unterstützt, da hast du dir das Gerät nicht verdient. Ein Walschall. Not bad. Und das ist noch nicht alles. Mein Vulcano hat nämlich einen kleinen Bruder, der versessen aus Kämpfen ist. Ich denke, bei dir wäre es besser aufgehoben als bei mir. Auch das ist eine Anspielung, glaube ich, an Legends, weil da gab es ja auch diese zwei Vulcanos da. Das eine, ja, was am Ende zum Hüter da wurde und nicht richtig kämpfen konnte oder so, ne? Benny, den kleinen Racker, damit er ordentlich stark wird, okay? Ja, damit hätte ich mein Ziel erreicht, dann sollte ich wohl langsam weiterziehen. Mir selber ist traurig, doch hier trennen sich unsere Wege. Aber weißt du was? Das Band zwischen zwei Vulkanos ist unverwüstlich. Auch wenn sie getrennt voneinander trainiert werden, führt das Schicksal sie irgendwann bestimmt wieder zusammen. Ich freue mich schon drauf. Also dann, bis bald, Sky. Vielleicht sehen wir sie ja im zweiten Teil des DLCs nochmal. Okay, dann hätten wir die also auch abgeschlossen, diese kleine Sidequest. Können uns die beiden Pumas ja nochmal kurz angucken. Da haben wir Ursaluna. Blutmond. Ja, 140er Stärke. Der Anwender entfesselt eine gewaltige Energieladung aus einem bluttoten Vollmond. Diese Attacke kann nicht zweimal in Folge eingesetzt werden. Also so ähnlich wie die Stahlattacke da von der pinken Gefahr von mir hier, ne? Geistiges Auge. Die Genauigkeit des Pumon kann nicht gesenkt werden. Es ignoriert Änderungen am Ausweichwert des Ziels und trifft mit normalen Kampfattacken Geister-Pokémon. Das ist gut. Und Hisui Vulcano mit einem Scheiß-Typen. Feuer, Gestein ist nicht gerade sehr toll, aber na gut. Dann würde ich mal sagen, was ist das mit Pokémon Kamezin, die türkisgrüne Maske? Für heute und voraussichtlich auch für allgemein. Weiß nicht, ob ich nochmal was bringen werde. Eventuell nochmal ein kleines Feedback-Video, wo wir ja über den DLC nochmal im Allgemeinen ein kleines Feedback geben. Mal gucken, ob ich das mache. Oder nicht. Ja. Ich glaube, dieses Austreibungsspiel, da habe ich jetzt nicht unbedingt Lust drauf, den noch zu machen. Deshalb würde mal sagen, passt das ja als Finale von dem Projekt. Ja, sollte euch das Video oder das Projekt gefallen haben, lasst doch gerne ein wenig Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch überlassen. Gebt mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat, was nicht. Und ja. Immer freuen, wenn ihr dann entweder sollte noch mal was kommen, dort noch mal reinschaut oder ja, dann irgendwann im Winter, wenn der zweite Teil rauskommt, auch wieder dabei seid oder bei einem aktuellen Projekt oder sonst was. Würde mich freuen. Wir sehen uns. Ciao, ciao, Leute.